Lebensmittel, wie ich bin, habe ich dich erstmal gescannt komplett. Gut, das hätten wir. Und noch ein Hai gescannt. Der übrigens sehr, sehr schön aussah. So, wieder in dem Bereich hier. Hatte ich die schon gescannt? Ja, hatte ich. So, ich nehme mal ein bisschen Lebensmittel mit. Bist du tot? So, also wir sind zurück an Land. Ich bin so gespannt, dass wir noch keine Anzeige wegen Temperatur haben, oder? Das ist halt auch nicht implementiert. So, hier hoch. Da ist die Landeplattform. Und hier war die Höhle. Nein, hier war der Buggy Stein. Genau, da müssen wir also hier hoch. Gute Tür ist wieder zu. Also machen wir so offen und bauen jetzt mal eben unser komisches Werkzeug. Ich will noch einen Kaffee haben. So, wir brauchen noch Nahrung, ganz dringend. Und wir brauchen Silikongummi. Ja, sind wir schon dabei. Alter, was ist unser Magen gerade? Vital signs stabilizing. So, uns geht's wieder einigermaßen gut. Dann reparieren wir mal eben die Basis. Ach, nicht die Basis, die Rakete. Das sieht immer noch zu geil aus, wenn einfach alles selber wieder an Ort und Stelle geht. Eine ziemlich große Rakete übrigens, um so ein kleines Ding da hochzuschießen. Bioscanner Sample ist drin. Muss ich noch irgendwas machen, bevor wir das Ding abschicken können? Haben wir gemacht. Unser Schatten, das ist ziemlich creepy. Wir sehen sehr, sehr komisch aus. Ah, okay. Jetzt geht's. Inbound, Vesper. Understood. If anything's wrong, we'll come get you.
Hey, why not take a couple days R&R up here anyway? Why don't you take a jaunt down here? Remind yourself that life comes in colors besides white, off-white and gray. And temperatures below zero? No thanks. But speaking of freezing to death, if you're staying on the ice, you'll need transport. You're trusting me with a snow fox? If I can find a version of the truth that authorizes it. You're amazing. If you're listening, Altera, she's amazing. Promote this person. Sorry, you're breaking up. Love you! Now what? Das fragt mich gerade auch. Was machen wir jetzt? Wir haben immer noch nicht den Bauplan für das Konstruktionswerkzeug. Wir können 1000 Sachen machen, aber noch nichts, um selber eine Basis zu bauen. Ich wette, jetzt gibt es erstmal wieder einen Timer, der ablaufen muss. Da können wir auch nichts von scannen mehr. Haben wir alle schon? Brauchen wir nichts von scannen? Haben wir alle schon? Wow! Und hier haben wir die hervorragende Aussicht auf nichts. Ja, gut, über die weiten Ebenen und das weite Meer und diesen Berg, der einfach nicht fertig aussieht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Rückweg. Hier oben haben wir alles getan, was wir tun konnten. Zeit, zurück zu unserem kleinen Livepod zu kommen. Weil bis jetzt muss man einfach sagen, das Meer versorgt uns mit allem, was wir brauchen und ja. Wirklich allem. Gut, das Signal können wir ausschalten, das brauchen wir nicht mehr. Das hier. Oh, okay, die geht's runter. Kann ich den Busch scannen? Nein. Ich frage mich, ob es hier eine Option gibt, so ähnlich wie die Seemotte. Die aber halt, also dieser Snowfox, den er angesprochen hat, der auch auf an Land funktioniert, weil. Hallöchen, mein kleiner Freund. You lied to your master. Oh hi. Yeah. Altera was listening. I covered our ass. And she's my sister, not my master. You do not trust your sister. Are you? Can you read my thoughts? Don't humans think? Listen, I am thrilled to meet you, and I would love to help you, but you need to get out of my head. If you will not return me, you must release me to another vessel. Love it. How? I am uncertain. Your brain is restricted. I will inform you when I process the data. I'll keep Altera off our backs till then. You were more polite when we met. Yeah. Process that. I will try. Scheiße, und der versteht ihn nicht mal mehr. Ja. Ich will mir das denn angucken. Och. Bin ich ihm echt fast auf den Kopf gesprungen? Oh, noch mehr von diesen Haien. Oh, hier wird es ganz plötzlich ganz, ganz tief. Da will ich dann doch noch nicht hin. Oh. Schau mal nach, guck. Eine leere Basis. Alter, wer hat sich den Scheiß dann... Oh. Inactive, ich verstehe warum. Ich weiß nicht, weil ich weiß nicht, das soll nicht so sein, dass man da.
Feiner Knochenhai. Feiner Knochenhai. Okay, ich gucke erstmal oben, wo es lang geht. Ist doch noch richtig. Also gehen wir weiter in die Richtung. Aber auf Bodenniveau. Dann kann man ein bisschen besser sehen, was vor uns liegt. Ich mag es nicht, wenn es unter uns plötzlich tief wird und naja. Nennt mich Schisser, aber ich mag das einfach nicht. Danke, Dex. Hi, Pinguin. Ich weiß ja nicht. Das ist einfach eine Eiswand. Ich habe echt mega Bedenken, dass da gleich irgendwas um die Ecke kommt, was es einfach mal auffrisst. Oh, schneeblind. Oh, was? Hi, ich bin ein Bug-User. Wie geil ist das denn? Ja, wie geil. Leck mich mal. Ist das nice. Okay, ich trinke mal eben ganz kurz einen Schluck. Na, Moment. Okay, sehr, sehr nice. Ich weiß auch, warum es passiert ist. Wenn man ja aus dem Wasser auftaucht mit viel Geschwindigkeit, katapultiert er einen raus. Hat er auch gerade gemacht, nur da hat er mich in die Wand, also in die Textur katapultiert und wusste nicht, wo er mich hinbringen soll. Also hat er mich nach oben gebracht, bis er mich irgendwo positionieren konnte. Und tada, also wir sind hier oben. Okay, das wird der geilste Sprung aller Zeiten. Läuft! Wow! Bauchplatscher! Oh Gott. Das hier ist ein Blasenfisch. Contractor Goodall come in. Why are you being cute? I have the CEO on the line. Goodall, this biosample you sent us, it bears no resemblance to your biometrics. I think... And the alien facility, it spoke your name? That's... What is happening down there, Goodall? I would ask your colleague, only he disappeared. Silence! Where is the other one? Here, sir. If you mean to make Vice President manage your people. Yes, sir. What is this, Yankee? I said Seigneur. Sir, if I could just... He's gone. Sam, I'm sorry. I've been stuck in middle management since I graduated. I know. I'll try harder. I have to go. Sehr sympathisches Personal auf jeden Fall. Ja, ich bin am Weg. So. Gut, trinken wir mal einfach mal so einen Schluck. Vital signs stabilizing. Ich nutze mal die Zeit und sammle mal ein bisschen wieder Blasenfisch und sowas. Einfach nur, damit wir wieder Futter und Wasser haben. Ich würde mich übrigens freuen, wenn es dieses Mal in diesem Teil so eine Art Mapping-Device gäbe, weil wir sind ja diesmal nicht hier, ohne vorbereitet zu sein. Einfach ein Tool, was uns hilft, die Karte zu zeichnen. Ich weiß, es würde einiges wieder von der Stimmung vielleicht nehmen, aber... Es wäre doch mal nicht schlecht. Man verschwimmt sich öfter mal.
sehr schön. Also das ist noch nicht synchronisiert worden. Unsere Schwester hat uns gerade ein Bautool runtergeschickt und da kommt es gerade mit dem Fallschirm. Heißt, wir sind jetzt endlich in dem Punkt. Und ja, es ist wieder diese Welt, diese 4 irgendwas. 4B, keine Ahnung, ewig lange Kennung. Nur halt an einem anderen Ort und ein paar Jahre später, nachdem halt der Typ aus dem, ich nenne es mal immer noch ersten Teil, einfach mal entkommen ist und die Informationen halt verarbeitet wurden. Jetzt wollen die hier halt diese Technologie nutzbar machen. Das Essen. Aber warum man dafür die Pole genommen hat, wusste ich nicht. Contractors Planet Side. All Terra has updated mission objectives. Please study your individual briefings. Remember, failure to deliver on objectives will result in payment deductions and or your removal from the planet. Be safe. Ja, können wir machen. Also, wir nennen die Welt einfach Subnautica, weil diesen sechsstelligen Zahlennamen, den kann sich kein Schwanz merken. Von mal, der ist ja alphanumerisch. Heißt also Zahlen und Buchstaben. Und ich weiß nicht, wo das B ist. Aber das B kommt nun vor. So, da ist die Kiste. Und das Construction Tool. Endlichst. Es wurde auch mal Zeit. So, mal kurz auftauchen, atmen. Und wir müssen Blasenfische sammeln, sonst geht uns das Wasser aus. Ach, da müssen wir hin. Das Signal für den Drop machen wir auch aus. Ja, ich hab schon einiges gescannt. Siehst du, da ist keiner schon Energie verloren. Aber hey, das habe ich noch nicht gescannt. Doch, habe ich auch schon. Ja, komm, den Fisch scannen wir auch nochmal. Eben. Haben wir getan, siehst du? Noch, wir brauchen Bumerang, Blasenfische für Wasser. Au! Wichsfisch! Symbiont. Die scanne ich mal, du Arschloch. Was bist du? New creature discovered. Man könnte ihn essen. Tja, hat er davon. Ganz ehrlich. Immer noch, wir brauchen Blasenfische. Das war schon mal einer. Processing is complete. You will build me a new vessel. How? What kind of vessel? I have not granted you permissions for that information. Alter. I can't help you if you don't tell me. Which data formats do you accept? Words, mostly. I have added the information to your data bank. Thank you. Listen, I need something to call you. We do not use words that way. I used to have a pet Barwol. I called him Ketchup. Don't make me name you two. You may append my seed code to the species designation. You may call me Al-An.
I waited my whole life to meet a spacefaring alien. You're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No. No. Alan. It's perfect. Let me see about that vessel. Gut, da kam es übrigens gerade die Warnung. Alles, was im Early Access bis jetzt drin ist, haben wir gespielt. Also Story ist jetzt beendet. Wir können ein bisschen bauen, ein bisschen sonst was machen, aber Story ab jetzt ist nicht mehr repräsentativ für das Gameplay. Die Alien-Lebensform heißt Alan. Oh nein. Jetzt muss ich wieder an den Kranken aus Reynolds Monday denken, der immer seinen Namen geschrien hat. Oh nein. Okay, wir brauchen was zu futtern. Den spare ich mir noch auf.